Elektra ist doch ihre Stunde, die Stunde, wo sie den Vater heult, dass alle Wände schallen. Sieht, so schreit sie, nicht kann so verflucht sein.
Blute glitschern hier in diesem Hause empfangen und geboren haben. Sagt das Publikum? Ja, ja. Yeah.
du. Tochter meiner Mutter, Tochter Clytemnestras, Sie haben etwas Fürchterliches vor. Die beiden Weiber. Wer nun? Meine Mutter und jenes andere Weib, die Memme. Ein Egoist, der tapfere Mutter. Er, der Heldentaten, nur im Bett verwirrt. Was haben Sie denn vor? Sie werfen dich in einen Turm, wo du von Sonne und Mond das Licht nicht sehen wirst. Sie tun's, ich weiß es, ich hab's gehört. Wie hast denn du es hören können? An der Tür, Elektra, mach eine Tür auf in diesem Haus. Der Priester atmen, früh und rächen von Erwürgten. Nichts anderes gibt's in diesen Mauern. Mach keine Tür auf, schleich nicht herum, sitz an der Tür, ich und wünsch den Tod und das Gericht allein auf sie und ihn. Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren wie du. Ich hab's wie schlafloses, unendliches Gebiet, wo wir sitzen.
denn lernlos? Stellen Sie vielleicht für mich die Hoffnung an. Ich höre Sie laufen, das ganze Haus ist auf. Sie kreisen oder Sie morden. Wenn es an Leichen mangelt, drauf zu schlafen, müssen Sie noch morden. Geh fort, verkriech dich, dass sie dich nicht sieht. Stell dich ihr heute nicht in den Weg. Sie schickte Tod aus jedem Blick. Sie hat geträumt. Geh fort von hier. Sie kommen durch die Gänge. Sie kommen hier vorbei. Sie hat geträumt. Sie hat geträumt. Ich weiß nicht, was. Ich habe es von den Mädchen gehört. Sie sagen, dass sie von Rest, oh!
habt ihr verstanden, was sie redet? Dass auch du vom Stamm der Götter bist, sie meint es tückisch.
Wenn auch ein Wort nichts weiter ist,
Was ist denn ein Hoch? Und doch kriech zwischen Tag und Nacht, wenn ich mit offenen Augen lieg, ein etwas hin über mich. Es ist ein Wort, ein Kind.
schon erkannt vom Mann? Ja, erkannt, das ist's. Und wie das Opfer, und welche Stunde, und wo? An jedem Ort, zu jeder Stunde, des Tags und der Nacht. Ist euch so, wie prächtigste ich selber unterscheiden. Das Kind war ganz gesund. Es heißt, sie gaben ihm schlechte Wohnung und Tiere des Hofes zur Gesellschaft. Sie schickte viel Gold und wieder Gold. Sie sollte den Hut halten wie ein Königskind. Du schicktest Gold, damit sie wieder. Wer sagt dir das? Ich seh's an deinen Augen, allein an deinem Zittern seh ich auch, dass er noch lebt, dass du bei Tag und Nacht an nichts denkst als an ihn, dass dir das Herz verdorrt vor Grauen, weil du weißt, er kommt. Was immer ich hier außer Haus ist, ich lebe hier und bin die Herrin. Hier hab ich genug, die Tore zu bewachen, und wenn ich will, lass ich bei Tag und Nacht vor meiner Kammer eine Waffe mit offener Arme sitzen. Und aus dir bring ich so oder so das rechte Wort schon an den Tag. Du hast dich schon verraten, dass du das rechte Opfer weißt. Und auch die Bräuche, die wir nützen, sagst du's nicht im Freien. Wirst du's an der Kette sagen, sagst du's nicht satt. So sagst du's hungern, Träume sind etwas, was man loswird, wer dran leidet. Und nicht das Mittel findet, sich zu heilen, ist nur ein Mann. Ich finde mehr aus, wer bluten muss, damit ich überstehe. Abgefangen hat.
Yeah!
ah, er rumpelt so feine Tür, ah, könnt ihr's denken, in der Stallung, nee. Was soll's im Stall? Es selten soll werden, und so rasch als möglich wirst du ein Gall, ein Maultier, und an meinen Wegen auch eine Kuh, nur rasch. Für wen? Für den, der dir's befiehlt, da glotzt er. Rasch für mich, sofort für mich, trapp, trapp, ein Team aus Fuß, aus Helden, Helden holen, weil ich die Botschaft zu bringen habe, große Botschaft, wichtig genug, um eine eurer Wehren zu teilen. Spür mich den Flau auf deinen jungen Armen. Du bist voller
treibst du dich zur dunklen Stunde hier herum? Belauerst, was andere tun? Ich hab hier ein Geschäft. Was kümmert's dich? Lass mich in Ruhe. Aus dem Haus. Ist eine von den Mägden dieses Hauses. Wir sind
dass die da drinnen leben und sich freuen.
beschmutzt, erniedrigt. Verstehst du's, Bruder? Ich habe alles, was ich war.
Wer sind die dort?